Okay, dann gebe ich jetzt mal noch ein paar kurze Infos zum momentanen Stand vom Stadionbau. Wir sind jetzt ca. 6 Wochen, sag ich mal, vor der Fertigstellung zum 30.06. Es laufen jetzt im Moment im Infield selber die Dardan-Arbeiten auf Hochtouren. Die erste rote Strecke ist schon belegt vor der Nordtribüne. Die ziehen jetzt sukzessive den Kreis ringsum, schieben jetzt im Moment diesen roten Belag runter, diesen Überschuss, wo wieder verwertet wird. Ich zeige mal jetzt Richtung Janice rüber. Dort steht ein Autokran, dort läuft schon die Blechfassade an. Man sieht auch die ersten Bleche schon an der linken Ecke vom Hauptgebäude von der Südtribüne vorgucken. Auch die werden dann im Uhrzeigersinn das Stadion belegen ringsherum. Gegebenenfalls werden wir mit 2 Kolonnen arbeiten, um das Ganze bis zu beschleunigen, und werden dann auch hier oben an der Westkurve starten. Es laufen im Tribünenbereich noch die Verfugungsarbeiten, wo ein Kollege dabei ist. Es läuft jetzt demnächst die Bestuhlung an, vom 30.06. natürlich auch, dass wir die ganzen Sitzplätze montieren, dass das läuft. Es ist jetzt Stand auf der Rückseite von der Südtribüne diese Außenanlagen. Die Firma Frauenrad macht dort diese große Plaza richtig schick mit der großen Eingangstreppe in den Foyerbereich, mit Bubble Points, mit diesen aufgelockerten großen Plätzen auf der Plaza und zur Ballsportarena rüber. Wird auch zum 30.06. soweit fertig sein alles. Im Gebäude selber läuft jetzt, sag ich mal, im Prinzip alles. Sämtliche Gewerke sind da zugange, machen diverse Restleistungen, machen noch kleine Mängel weg, machen das alles schick und final auf den Endtermin zu den Abnahmebegehungen, die jetzt Anfang Juni starten werden. Und der Schlosser zum Beispiel macht das Fluchttreppenhaus auf der Westseite, die Absturzsicherung hin, wechselt dann rüber an die andere Seite, wo man auch sieht, dass da ist noch dieses provisorische rote Geländer noch von uns montiert, das wird dann mitgebaut, kriegt dann genau diese schicke braune, pulverbeschichtete Verkleidung, die da montiert ist. Die Einbauteile im Infield sind natürlich alle schön eingebaut. Das ist alles schön. Die Türen, dort ist noch eine Ecke, wo die jetzt läuft, vom Vollwärmeschutz. Die Arbeiten, sage ich mal, sind in 2 Wochen auch abgeschlossen, sodass wir guter Dinge auf den Endtermin schauen und ja, dabei sind, der Stadt ein schönes Stadion zu geben.